ganz herzlich willkommen zu dieser kleinen Vorstellung von einer Soundmod, die noch nicht verfügbar ist, die auch noch Work in Progress ist, aber ich habe die Ehre, euch diese kleine Preview schon mal geben zu können. Es geht hier um den ICE 1 auf Kassel-Würzburg und da haben wir ja, verschiedene Varianten zur Auswahl. Und zwar gibt es eine Soundmod, die einiges an dem Zug verändert. Unter anderem haben wir dann aber auch hier eine IGBT-Variante und eine GTO-Variante mit neuen Sounds. Und hier diese Deutschlands schnellster Klimaschützer, dieses Repaint gibt es da direkt auch mit oben drauf. Ich würde sagen, wir gucken uns zuerst mal hier die IGBT-Variante an und starten jetzt einfach mal hier. Und danach gucken wir uns die GTO-Variante an. So, ich habe auch einiges zu dieser Mod zu erzählen. Sie ist noch nicht verfügbar, das möchte ich an dieser Stelle einmal sagen. Wann sie genau rauskommt, kann ich nicht sagen. Es dauert bestimmt noch ein ganzes bisschen. Ja, ich kann euch mal so ein bisschen erzählen, was da so gemacht wurde, was es da jetzt für Unterschiede gibt. Ne, wir haben jetzt einerseits das Repaint, ne? Also sprich hier mit dem grünen Streifen Deutschlands schnellster Klimaschützer. Hier in diesem Sinne, in dieser Variante, wo es hier grün ist und hier vorne rot. Dann gibt es auch noch die Variante mit dem durchgehenden grünen Streifen, glaube ich. Ja. Also wir haben da unter anderem einen komplett neuen Soundmix. Ein vollständiges Ersetzen der Sounds von DTG, eine visuelle Überarbeitung von dem von den MFDs hier, gucken wir uns gleich natürlich an. Ja, und ein zumindest visuell aufgebessertes Ebola. Ich würde sagen, ich stecke einfach mal den Richtungsschalter an. So. Bremsschlüssel aufgesperrt. Da hört ihr schon die Bremssounds, das hört sich schon mal anders an. Ich mache mal die Türen auf. So. Dann, das finde ich einer der coolsten Sachen. Das Ganze ist wie gesagt Work in Progress, das wird sich noch vermutlich irgendwie verändern. Und zwar, wenn wir jetzt hier ins ZD gehen, also Zugdaten, dann können wir hier die Zugnummer eingeben. Also geben wir mal, was sind wir? Wir sind der ICE 791, also geben wir dort 791 an. Und dann auf Enter und dann hier auf Anmelden. Und dann sind wir angemeldet. Was können wir noch machen? Wir haben hier noch so ein Menü. Netzwahl manuell. Sprache. Gut, da können wir jetzt, glaube ich, nichts ändern. Achso, Moment. Ne, zwei, drei. Meldungen lesen. Also wir können auf jeden Fall hier runter scrollen. Fahrzeugüberwachung, Selbsttest, Service, Uhrstellen, automatische Netzwahl, CB-Meldung. Also auf jeden Fall hier so kleinere Spielereien und das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Wir schalten mal die PZB und LZB an. So, haben wir. Dann einmal Spitzensignale sind schon an. Haupt- und Instrumentenbeleuchtung hätte ich gerne. Zugsammelschiene ist an. Sehr schön. Fahrmotor läuft auf automatisch. Luftkompressor. Okay. Wir drehen uns mal hier nach hinten und geben mal die AFB frei. Einmal hier den nach vorne umgelegt. Genau. Mehr können wir jetzt hier nicht machen. Fenster. Zack, zack. Ne? So. Und hier das Ebola-Display. Das ist auch ganz cool. Ach, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal los, bevor ich euch die anderen Sachen zeige. Und erstmal geht es hier um den Sound. Also schließen wir mal die Türen. Hören uns mal an, wie sich der Türschließsound anhört. Ob da irgendwas verändert wurde. Machen wir mal zu. Das klingt für mich neu, der Sound. So, dann Bremse lösen und dann hören wir uns mal den Sound von außen an, würde ich sagen. Lüfter gehen an.
Auch die Rollsounds. Hören uns das im Führerstand an. Wir haben auch übrigens unten eine unterschiedliche Audio hier im Maschinenraum und auch ein paar visuelle Enhancements, ne, wenn wir hier reingehen. Das hört sich jetzt auch anders an. Und wir haben auch hier diese Sticker an der Seite. So. So, wir müssten mal hier bei so Pi mal Daumen jetzt gleich mal drauf hinhören, wie der Sound sich verändert. Da, bei 98 km/h habt ihr es gehört? Ach, war das schön. Hier auch diese Schienenstoßgeräusche. Auch das wirklich sehr schön. Ja, wir haben halt neue Sounds für die Fahrmotorlüfter, für die Fahrmotoren, für die jeweiligen Umrichter. Wir hören uns ja gerade die IGBT-Variante an, gleich hören wir uns die GTO-Variante an. Die Rollsounds sind neu, die Türsounds sind neu und auch die Klimaanlage, das ist geplant, dass die neue Sounds hat. Ich würde sagen, wir versuchen mal so gut wie es geht mal zu beschleunigen. Und ja, damit wir halt die Sounds auch mal gehört haben in den hohen Geschwindigkeitsbereichen, wenn wir dann gleich mal hier schneller fahren dürfen. Jawohl. Mal den den Leistungsschalter komplett nach vorne verlegt. Ja, so hört sich das an. Mal ein bisschen die Helligkeit runter. War das dann noch gleich? So, jetzt dürfen wir schon ein bisschen schneller fahren. Sehr gut. Zweihundertfünfzig dürfen wir fahren. Ja, das ist ein Projekt, das im Grunde genommen schon seit dem Early Access von TSW 3 in der Mache ist. Inzwischen arbeiten da 8 Personen an diesem Enhancement. Das ist einerseits der Justus, der daran arbeitet. Das ist der Raff, der Raphael, der ist ein Sounddesigner. Der Justus selbst ist bei DB Regio. Dann haben wir den Fubian, der macht das Blueprint-Skript und die Displays, das Setup und so. Dann haben wir den Markus, der daran dran arbeitet. Der ist vor allen Dingen fürs Makro verantwortlich. Hören wir mal rein. Herrlich. Wo ist denn hier das Makro? Sehr schön, Makro-Sounds, toll. Dann haben wir den Redstoneer, der ist für die Lichttexturen, der kümmert sich darum. Dann haben wir dort den Shirimu, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Er selbst ist TF bei DB Fernverkehr und hat unter anderem die Soundaufnahmen und Referenzen eingebracht. Dann haben wir den Mike, auch er TF bei DB Fernverkehr und bringt da ebenfalls Aufnahmen, Soundaufnahmen und weitere Referenzen mit rein. Und zu guter Letzt die gute Hanna, die kennen wir ja schon, die hat da auch Referenzen geliefert und aber auch die Texturen, naja, sich daran gemacht. Genau, so klingt das hier. Das ist die Soundmod für den ICE1. Wie gesagt, es dauert noch alles ein bisschen, bis der draußen ist. Aber ich habe schon mal die Ehre, euch hier diese Preview geben zu können.
Genau, ich wollte euch noch hier die Ebola zeigen, das Ebola. Und zwar. Na. Ah, jetzt komme ich da nicht ran. Machen wir es gleich bei dem anderen. Haben wir ansonsten hier bei den Displays, ich glaube, hier ist sonst alles gleich. Auch hier können wir nichts so weit umstellen. Das hier Adtrans steht, ist glaube ich aber auch neu. Ja. Wir können ja mal hier reingehen. Elektronischer Buchplan haben wir auf der 1, also Ebola. Systemdienste Ebola und Systemdienste ES haben wir bei 2 und 3. Die sind aber glaube ich nicht so weit bedienbar. Sondern nur in diesem Sinne die 1. Ja, dann sind wir hier im Ebola. Ne? Genau, so klingt das hier. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal den anderen ICE an. Dafür gehen wir jetzt einfach mal wieder zurück hier ins Hauptmenü. Dann nehmen wir uns mal hier im Fahrplan den ICE 1 raus. Jetzt haben wir uns die IGBT-Variante angeguckt. Und jetzt gucken wir uns mal die GTO-Variante an. Nehmen wir mal hier mit dem roten Streifen. Nehmen wir mal hier diesen ICE, die ICE 90 von Würzburg nach Kassel. Sehr schön. Wobei, ich nehme lieber Kassel, Würzburg, Kassel, Fulda. Dann sind wir nämlich direkt in der LZB. Und fangen mal an. Und auch hier die Sounds hammermäßig gut. Los. So, wir beginnen. Fahrtrichtung da rein. Na, auch hier, diesmal jetzt die Variante mit dem durchgehenden verkehrsroten Streifen. Und wenn wir mal nach hinten gehen, haben wir hier auch neue Sounds. Einfach sehr schön gemacht hier. So. Dann geben wir mal die Türen frei. So, bremsen. Huch, wer hat den Richtungsschalter auf rückwärts gesetzt? Ich war das nicht. Zugsammelschiene ist an, sehr schön. Fahrmotorlüfter, ja, lassen wir auf automatisch. Luftkompressor, mhm. Genau, so hört sich die PZB an. Klimaanlage können wir übrigens hier auch anmachen. So. Die Klimaanlage geht jetzt an. Hammer, ne? Auch hier können wir selbstverständlich hier, ne, das Ganze auch bedienen. Dann machen wir einmal hier die Spitzensignale an. Vorstandsbeleuchtung auf Lokführerpultbeleuchtung. Zugsammelschiene ist an. Geben wir noch die AFB frei. PZB und LZB an. Und dann hören wir uns wieder die Türsounds an. Jawohl. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich anfahren. Dafür einmal Bremsen lösen. So, Bremse löst sich jetzt.
Ja, so muss ich das anhören. Auch hier fahren wir jetzt mal ein bisschen länger, bis wir mal auf höhere Geschwindigkeiten kommen. Geben wir noch die Zugnummer ein. Wir können auch da eingeben, was wir wollen, das ist vollkommen egal. Wir können auch theoretisch hier nochmal ins ZD rein. Und hier noch irgendwie den Führerstand auswählen. Hier IVU. So, ja gut. Oh, ist das schön. Was wir auch mal machen können, uns mal die Sounds anhören, hier, wie so eine Notbremsung klingt. Das würd mich auch mal interessieren. Ordentlich, oder? So, müssen wir jetzt mal die Hauptluftleitung füllen, bis wir bei 5 Bar sind. Dann können wir uns auch noch mal den Sound anhören von außen. So, dann hören wir uns mal den Sound von außen noch an. Auch hier die Rollsounds nochmal. Also so hört sich definitiv ein ICE-1 an, wenn er an einem vorbeifährt. Da ist aus irgendeinem Grund gerade TSW bei mir abgebrochen. Das verstehe ich nicht so ganz. Okay, aber so viel schon mal als Preview zu der Soundmap, warum das jetzt abgebrochen ist, verstehe ich nicht. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Ciao, ciao.